Nee, Natururin schon wieder dran. Ich werde heute hier mich mit Marvin treffen und dann werden wir in einem Wald pennen gehen. Und hier. Und wir werden eine kleine Wanderung. Und währenddessen und bevor wir in diesem Wald angekommen sind, werden wir eine ganz kleine Wanderung machen. So ein paar Kilometer. Also nicht so lange wie so eine richtige Vollfettwanderung, so ein paar Kilometer. Aber bevor ich dann dahin fahre, muss ich hier meine ganzen Sachen hier, die voll schwer sind, diesen ganzen scheiß Treppenhaus runterlaufen. Das sind 3,5 Stockwerke bis ganz unten. Und ich habe mir überlegt, weil ich mich die ganzen letzten Male immer so schwer getan habe, wenn ich dann diesen ganzen gesamten Wagen hier das runterschleppe, habe ich mir überlegt, dass ich das erstmal zerteile, um hier diesen Treppenhaus runter zu laufen, dass ich als erstes diesen Wagen nehme, das runterbringe, wieder hochlaufe und dann diese Tasche hier und danach auf den Wagen platziere. Und dann hier nach Bahnhof Sewaldsbrück hinlaufen, diese rund 2 Kilometer. Aber wenn ich dann in Bahnhof Sewaldsbrück angekommen bin, dann dann werde ich mit einem Scheißzug nach Bremen-Aumund fahren und werde dort dann hier mich mit Marvin treffen. Und ach ja, stimmt, hier Marvin hat jetzt auch einen YouTube-Kanal. Der hat auch gestartet, Videos zu machen. Und der hat dieselbe Kamera wie ich. So, ich werde jetzt diese ganzen Sachen hier runtertragen. Und danach Wanderung und danach zum Bahnhof hinlaufen, Start kommt. Ne, ich bin draußen und mein Wagen ist aufgebaut. Jetzt zum Bahnhof hinlaufen, Start kommt. Ich habe den voll versüfften Bahnhof Sewaldsbrück gefunden. Jetzt hier reingehen und dann in 5 Minuten kommt mein Scheißzug. Sie muss es noch erwischen. Und ich muss auch noch diese vollgekackte Fahrkarte noch kaufen gehen. Aber bevor ich Fahrkarte kaufe, muss ich hier mit diesem schweren Scheißwagen diese dreckige Treppe hochlaufen. Der Scheißzug kommt an. Jetzt einsteigen und nach Bremen-Aumund hinfahren. Ich werde aus diesem Zug auslaufen. Ich bin aus diesem Zug ausgelaufen. Jetzt. Gleich kommt Marvin und danach Wanderungsstart kommt. Ich habe Marvin gefunden. Moin. Jetzt Einkaufsladen suchen und finden. Wir haben den voll verranzten Edeka gefunden. Jetzt einkaufen gehen. Guck mal, was ich von diesen ranzigen Edeka gekauft habe. Ich habe hier drei Bier. Das hier, weil später Grill kommt. Mit hier, mit Ketchup und Kräuterbaguette. Und hier noch 2 Flaschen Wasser. Und hier, zum später, weil es kälter wird, Glühwein. Dieser Marktglühwein. So sieht Marvins Einkauf aus. Jetzt erstes Bier aufmachen. Okay, Prost. Und jetzt Wanderungsstart kommt. Wir machen heute keine Vollfettwanderung, sondern wir laufen zu so ne, zu einem Camp und um dort ein bisschen zu übernachten. Und dort zu sein, ein bisschen Zeit verbringen. Das machen wir. Guck mal, wir laufen hier durch diesen nassen Rasen. Und hier meine Scheißschuhe werden, Socken oder wie das heißt, werden nass. Weil dieser Grasen ist nass. Wir sind hier in so einen Wald angelangt. Und deswegen laufen wir jetzt ganz räudig. Durch ganz räudige Wege. Ganz viel Räudigkeit. Boah, ist das räudig. Durch diese räudigen Weg müssen wir auch hier durch Bäume und sowas durchlaufen. Rüberlaufen, meine ich.
Achtung, hinter dir ist auch noch so ein Schlammloch. Da bin ich gerade schon durchgelaufen. Du schaffst das gerade über den Berg und dann landest du da im Schlammloch. Über den Berg, über den Baum meine ich. Ah, sieht gut aus. Jo, ah, genau richtig. Oh, das ist ein Weg mit Räudigkeit. Und da ganz hinten sind noch mehr diese, wie heißen das nochmal? Äste und Bäume. Tödliche Bäume. Ja. Wir haben den räudigen Weg durchgelaufen. Und darauf erstmal ein Bier trinken. Und jetzt sind wir auf dem normalen Gehweg, der ein bisschen gerade ist. Der nicht so viele räudige Bäume in dem Weg haben. Dann mache ich auch ein Bier auf. Das war nix. Gib Prost. Gib Prost. Jetzt weiter zu gelaufen. Wurzel gefunden. Hier, das Camp ist gefunden. Das sieht so aus. Mit vollständigen Naturholz und sowas als Dach. Überdachung oder wie das heißt. Und hier mit Sitzgelegenheiten und Raum zum, wo man hier drunter pennen kann und so eine Sachen. Sieht gechillt aus. Ich will euch den mal zeigen. So sieht dieser Camp von dieser Perspektive aus. Und so sieht dieser Camp von dieser Perspektive aus. Und so sieht dieser Camp von dieser Perspektive aus. Und das hier, das ist Marvin. Und wir pennen heute hier im Wald. Hier in diesem Camp drin. Und Marvin kommt mit Grill und Besen an. Für den Wald fegen. Hier. Wir können Büroboden machen. Von dem Unterschlupf. Weil das lag schon seit 5 Jahren draußen rum. Mindestens 5 Jahre. Und deswegen macht Marvin diesen ganzen Dreck und Laub und was da alles verrottet ist. Da haben wir eine Schraube gefunden. Schraube? Ja, kann sich reinschrauben. So. Oi, hier, Marvin hat so ein richtiges Vollfettstativ. Und Marvin macht jetzt ein Video für, wie heißt das Ding nochmal? Ein Tutorial-Video. Ein Tutorial nicht direkt. Ich filme einfach den Aufbau von meinem Hängematten-Set am Mittag. Genau, Hängematte-Set aufbauen. Video. Gibt's bei mir zu sehen. Auf Marvins Kanal. Hier, mein Stuhl ist kaputt gegangen. Da ist so ein richtiger Riss dran. Ich glaube, in der Zeit, währenddessen dann hier Marvin dann gleich hier seine Hängematte dann hier aufbauen tut, werde ich hier diesen Riss hier von diesem Stuhl zusammennehmen. Weil nicht, dass ich dann gleich mich hier mit meinem fetten Arschloch draufsetzen tue und dann hinfalle, weil er es aufreißt. auf den verschmierten, nassen Dreck. Du kannst, wenn du möchtest, das hier als Tarp hier drüber schlagen. Ja. Also ich werde jetzt Marvins Regenponcho, den man auch als Unterlage und als auch Tarp benutzen kann, hier über diese ganzen Äste hier drüber machen. Müssen wir das auseinander machen, richtig. Du musst erstmal komplett diesen Knopf hier. Okay. Genau. Dann hast du nämlich da eher so ein Top und du musst die Kapuze mit den Bändern hier einfach zuschnüren. Ja. Und dann haben wir da nämlich kein Loch. Ja, und hier durch. Jetzt haben wir eine Überdachung mittels diesen
Mehrzweck-Regenponchos. von Marvin. Das ist ein voll cool Regenponcho. Ich mag den, den will ich auch haben. Also dafür habe ich diesen Nähzeug, diesen beschissenen Nadel und Faden dabei. Damit ich für so eine Probleme wie diese hier, wie dieser Riss im Stuhl letztens, wo meine Tasche abgerissen ist, das zusammennehmen kann, reparieren kann. Damit ich jetzt hier bald sitzen kann, ohne zu befürchten zu müssen, dass ich dann gleich im Dreck lande, weil das wegbricht, wegreißt. Von meinem ganzen Übergewicht. Oi, das ist Marvins Hängetappe. Hängetappe. Hängematte. mit Dach. Dieser Dach, das heißt Tarp. Und dieser Tarp benutzt man als Dach. Hier vorne sieht man Marvins Schlafplatz. Wie heißt das nochmal? Diese Hängematte. Und hier, währenddessen, hier Marvin, das hier aufgebaut hat, mit ganz viel Mühen, werde ich gleich, das mache ich jetzt sogar. Ich werde jetzt mein Wurfzelt mit ganz viel Mühen aufbauen. Also werde ich jetzt gleich mein Wurfzelt von meinem Wagen auspacken und den mit ganz viel Mühen aufbauen. So, ich werde jetzt hier in dem Camp drin mit ganz viel Mühen mein Wurfzelt aufbauen. Ich habe mit ganz viel Mühen im Camp mein Wurfzelt aufgebaut. So, jetzt hier meine kaputte Isomatte aufpusten mit der Fräse. Wer meine letzte Wanderung gesehen hat, wo ich von Bremen nach Buxtehude gelaufen bin, um Mehmets Döner zu probieren, der weiß, dass diese Isomatte hier kaputt gegangen ist. Die hat ein kleines Loch reinbekommen. Ich weiß auch nicht, warum das da passiert ist. Ist halt so. Und diese scheiß Isomatte, die geht nach der halben Nacht, kommt da so viel Luft raus, dass ich so ein bisschen mit dem Körper auf diesem Matsch hier rumliege, auf diesem Erdboden von hier, auf so einen Boden liege ich dann nach einer halben Nacht, weil hier diese halbe Luft rausgeht. Aber es ist trotzdem immerhin angenehmer, als wenn man komplett ohne Isomatte hier rumliegt. Deswegen habe ich die hier trotzdem mitgebracht und aufgeblasen, damit ich zumindest Freude an einer halben Nacht drin habe. Aber jetzt werde ich erstmal meine ganzen Zeltinnereien hier reinstopfen. Hier, Marvin macht Kleinholz. Hier Grillfeuer machen. Wir haben auch keine Kohle hier oder so etwas. Sondern nur nach Naturholz. Tödliche Naturholz. Und Feuerholz-Schnipsel. Zum Anzünden. Oi, wir haben hier Feuerholz geschäbelt. Und hier dieser Grill, der ist so gut wie sauber. Und gleich können wir dieses Holz oder wie das heißt, irgendwie hier reinmachen und anzünden und danach kommt dieses Grillrost. Und darauf können wir dann hier dieses Fleisch und so weiter braten. So machen wir das. so sieht Grillen aus. Marvin hat schon seine Würstchen reingemacht. Und plus hier Topf mit noch mehr Sachen drin. Plus Pilze. Und ich mache gleich wie heißt es nochmal? Schaschlik. Schaschlik mit Baguette drauf. So, ich werde jetzt hier meine Schaschlik-Spieße hier drauf tun. Auf dem Feuer. Zum Rumgrillen. Ja, guck mal. Oh, dieser Rauch, der stinkt. Das hier, das ist Grillen ohne Holzkohle. Oder Kohle oder wie das heißt.
Mit ganz viel Dampf und sowas. Wo ganz viel Stieg kommt und so. Oh, ich muss jetzt erstmal meine Schaschlik hier so machen. Ich werde jetzt bald noch Baguettes drauf machen und dann später fressen. Zu rumbraten, damit das gleich fressbereit wird. Ich glaube, die Sachen sind so langsam fertig. Und jetzt, weil die Sachen hier so langsam fertig sind, also das, was wir gleich fressen werden, weil das jetzt gerade, aufgrund dessen, weil das jetzt gleich fertig, also schon fertig ist, werden wir aufgrund dessen, weil das schon fertig ist, das Fressen. So, hier, Fressen ist fertig. Jetzt so gefressen. Guck mal, so sieht der Unterschied zwischen Marvins Topf und mein Topf aus. Mein Topf ist fast unbenutzt, also den habe ich, keine Ahnung, zweimal benutzt oder so. Und Marvin ist richtig benutzt. Also und Marvins Topf hatte genau dieselbe Farbe gehabt wie mein Topf. Aber das da unten ist richtig wunderschön schwarz geworden. Schwarz. Schwarz. hier, ich möchte für uns Glühwein machen. Also werde ich zum Glühwein machen. Jetzt Spiritus hier reinkippen. Weil hier in dieser Flasche, da steht Spiritus dran. Falls ihr das lesen könnt. Und weil da Spiritus dran ist, ist da Spiritus drin. Und weil da Spiritus drin ist, werde ich diesen Spiritus jetzt hier reinmachen. Und bevor ich diesen Spiritus anzünde, werde ich diesen Spiritus erstmal riechen. Also beziehungsweise riechen, was da in dieser Spiritusflasche drin ist. Das riecht voll nach sehr hochprozentigen Alkohol. Und deswegen, weil das da nach extrem hochprozentigen Alkohol riecht, gehe ich davon aus, dass man da das anzünden kann. Also werde ich das hier jetzt mit Marvins Feuerzeug anzünden. Es ist angezündet, es ist an. Werde ich jetzt diesen Topf hier drauf machen. Und so langsam hier, diesen Glühwein. Da steht irgendwas drauf von Christkindles Marktglühwein drauf. Und hier drauf kippen. Ich glaube, das reicht fürs Erste. Für ein paar Tassen für uns beiden. Der muss auch nur so lange unter dieser Flamme drin sein, bevor wir den trinken können. Bis hier vorne Bewegung kommen und keine Blasen. Weil wenn Blasen zugekommen, dann ist zu spät. Dann ist dieser Glühwein zu viel gekocht. Der muss nur warm gemacht werden. Weil langsam Dampf kommt und weil dieser Wasser von diesem Glühwein Bewegung machen, ist Glühwein fertig. Und deswegen, weil Glühwein fertig ist, kann man diesen Glühwein jetzt in diese Tassen reinmachen. Und trinken. Guck mal, ich habe hier so einen Käfer oder Wanze oder wie das heißt gefunden. Die sehen so aus. Ja. Oh, das habt ihr gerade nicht miterlebt. Aber hier, guck mal. Mein Stuhl hier ist weggerissen. Und dann bin ich hier runtergefallen mit dem Stuhl. So auf dem Boden da drauf. Auf den dreckigen Boden. Und weil dieser Stuhl jetzt kaputt ist und weil ich jetzt gerade keinen Bock habe, den Stuhl zu reparieren und ich das morgen mache, hat Marvin mir hier sowas hier besorgt. So,
Ja. zum Sitzplatz. Vielen Dank. jetzt kann ich hier in trockenen rumsitzen. Ich wünsche euch gute Nacht bis morgen. Guten Morgen. Nee. Ich bin halbwegs auferstanden. Oh. Ich bin, glaube ich, halbwegs auferstanden. Und ich habe noch so einen richtigen Kopf von gestern. Ich glaube, ich brauche noch so ein bisschen Zeit zum richtigen Auferstehen. Marvin ist schon auferstanden. Und dann bald hier Kaffee machen. Zelt zusammenbauen. Zelt Innereien rausmachen und dann Zelt zusammenbauen. Einpacken. Vielleicht noch ein bisschen sitzen. Zähne putzen. Und danach nach Zurücklaufen Start kommt. Und hier, diese Scheißluft von dieser Matratze, die ist schon fast raus. Das heißt, dass ich die halbe Nacht voll auf dem Boden gelegen habe. Weil hier so viel Luft von dieser Matratze draußen ist. Das nervt mich. Aber es ist trotzdem angenehmer, auf einer Isomatte zu schlafen, wo nur halbwegs Luft drauf ist, als wenn da überhaupt gar keine Luft mehr drin ist. Als komplett ohne Isomatte. Deswegen habe ich diese auch mitgenommen. Aber trotzdem ist Halbluft verschissener und unangenehmer, als wenn da richtig viel Luft drin wäre. So dass man nicht hier auf diesem harten Boden liegen muss, weil die Hälfte von Duft verschwunden ist, wegen diesem kleinen Loch. Mein Stuhl von gestern ist immer noch kaputt. Das Nähen hat nichts gebracht, das hat mich nicht gehalten. Muss ich zu Hause nochmal zusammennähen, reparieren und sowas. So. Ich werde jetzt diese Zeltinnereien rausmachen und einpacken. So, ich habe jetzt meine Wurfzeltinnereien rausgemacht. Und jetzt, weil ich das getan habe, werde ich jetzt mein Wurfzelt zusammenbauen heißt das. Also werde ich den jetzt zusammenbauen. So, ich habe hier mein Wurfzelt zusammengebaut. So, jetzt hier Kaffee kochen. Erstmal hier Wasser kochen und gleichzeitig damit Kaffee kommt, beziehungsweise damit schneller das Wasser dunkler wird, also Kaffeefarbe da. Mache ich jetzt schon diesen Kaffeepad hier rein. Ich lasse das einfach so kochen. Und damit das schneller kocht, den hier drauf machen. So, hier, Wasser kocht langsam. So, jetzt warten, bis das Wasser noch viel kaffeefarbender wird. Und danach kann ich das hier reingießen in meiner Tasse. Und dann Milch und Zucker rein und dann Kaffee trinken. So, jetzt Milch reinmachen. Zucker. Und jetzt umrühren. So, Kaffee ist fertig. Jetzt kann ich Kaffee saufen. So, hier Sachen sind gepackt. Müll von heute und gestern ist auch gepackt. Der Beutel ist voll schwer und voll. Dieser Müllbeutel. Und jetzt zurücklaufen Start kommt. Guck mal.
Voll der schleimige Weg hier. Wir sind gerade aus diesem Wald ausgelaufen. Und gleich haben wir Straße erreicht. Und prüfen, wo gleich der Mülleimer ist. Den ich dann hier um diesen schweren Müllsack wegzuschmeißen. Hier, wir haben Mülleimer gefunden. Jetzt können wir hier diesen schweren, dreckigen Müllsack wegschmeißen. Extra damit es jetzt leichter ist, hier diesen dreckigen Wagen rumzuschieben. So, und darauf erstmal einen guten Morgen ein Bier trinken. Bierpower. Oh Scheiße, guck mal, wir haben einen Bahnhof gefunden. Das heißt, ich werde gleich mit dem Zug nach Hause fahren, weil wir haben einen Bahnhof gefunden. Hier, ich habe mich mit Marvin getrennt. Er ist nach Hause gelaufen und hier mein ranziger Dreckszug kommt an. Gott, jetzt einsteigen und nach Richtung nach Hause fahren. Ich bin eingelaufen. Wollte jetzt diesen Schwachsinn anziehen. Oi, ich bin mittlerweile schon wieder zu Hause angekommen. Und oh Scheiße, mir ist eine ganz kleine Arschlochzecke aufgefallen. Diese Arschlochzecke, die werde ich jetzt mit meiner Pinzette abmachen. Diese Arschlochzecke, die ist hier. Ich weiß nicht, ob ihr die seht, aber dieser schwarze Punkt ist diese Arschlochzecke. Und diese Arschlochzecke werde ich jetzt mit meiner scheiß Pinzette entfernen. Ich habe jetzt diese Arschlochzecke entfernt. So, ich habe jetzt gerade diese Arschlochzecke entfernt. Und ich habe keine andere Zecken gefunden. Ach ja, hier, Marvin hat auch ein Video gemacht. Von diesem Camp. Könnt ihr mal rüber gucken. Link in meiner verschimmelten Drecksbeschreibung zu seinem Kanal. Das war voll cool Tour gewesen. Bestimmt irgendwann Wiederholung kommt. Also nochmal hier in diesem Waldcamp rumpennen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer verschissener Natururin.